zum Familienbudget ist zu sagen, dass das eines der wenigen Bereiche ist, wo es mehr Ausgaben geben wird. Das heißt, hier spart die Regierung nicht. Das ist auch wirklich einer der Bereiche, wo man sagen muss und auch wertschätzend anerkennen muss, dass hier die Bundesregierung Signale setzt für die Zukunft. Das ist zum einen die Erhöhung der Familienbeihilfe, eine längst fällige, längst dringende Maßnahme, die aber natürlich in Wahrheit durch die Inflation auch schon wieder fast aufgefressen ist. 830 Millionen Euro werden hier veranschlagt. Und zum Zweiten, und das ist uns ganz besonders wichtig, der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. Zudem ist aber zu sagen, dass zum einen die Verpflichtungen seitens der Bundesländer, die bis jetzt immer das kofinanziert haben, zu gleichen Beträgen, diesmal nicht mehr in dem gleichen Ausmaß vorhanden sind, dass insgesamt das Budget geringer ist, als es angekündigt wurde. Und das Dritte ist, dass man im Rahmen dieser Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern es wieder einmal verabsäumt hat, endlich für einen bundeseinheitlichen Qualitätsrahmenplan sich einzusetzen. Aus unserer Sicht ist das aber unbedingt notwendig, denn gerade die Kinderbetreuung in Österreich lebt massiv davon, dass die Qualität auf einem sehr hohen Niveau angeboten wird, und hier stehen wir im internationalen Vergleich nicht gut da. Ganz allgemein muss man sagen, dass wir aber auch hier in dem Bereich wirkliche politische Ziele und Maßnahmen vermissen. Es ist, wenn man so will, eine Erhöhung ein bisschen hier und ein bisschen da, in dem Fall sogar größere Erhöhungen, aber es gibt keine wirklichen Ziele. Zu der Erhöhung der Familienbeihilfe auf der einen Seite und zum Anstoß des Ausbaus der Kita-Betreuung auf der anderen Seite ist aus unserer Sicht zu sagen, dass der internationale Vergleich zeigt, dass man gerade in den Ländern sehr erfolgreich ist, wo man natürlich in einem Maßnahmenmix besonders viel Geld in die Services, also in die Kinderbetreuung investiert. Dort ist die Geburtenrate höher und dort ist auch die Frauenerwerbsquote höher. Denn ein Zurück der Frauen an den Herd, das ist offensichtlich nicht das Mittel der Wahl. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Das ist gut so. Die Frauen heutzutage wollen Familie und Beruf vereinbaren können, und deshalb müsste aus unserer Sicht hier noch viel mehr in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden.